Codemasters hat seinen Job recht gut gemacht und ordentlich aufs Gaspedal gedrückt und lässt jetzt einen über 30 Jahre alten Filmhit sehr spät zu Spielehren kommen. Trotz seines befremdlichen Übersetzungstitels Charlie staubt Millionen ab, gilt The Italian Job auch in Deutschland als Kultfilm. Und die von uns gespielte englischsprachige Spielfassung lässt erahnen, dass sich Codemasters in Sachen Rennspiel auf der PS1-Adaption auf die Überholspur begeben wird. Und die führt in die End-60er Jahre, also in die Zeiten von Hotpants, Beatles und irren Straßengefährten. Genauer gesagt wird der Spieler in die Person eines Gangsters versetzt, der einen großen Coup zu landen hat und hierfür seine rasanten Fahrkünste unter Beweis stellen muss. Der Hauptmodus Italian Job spielt die Filmhandlung nach. Zusätzliche Modi erlauben ungetrübten Rennspaß mit 13 verschiedenen Fahrzeugtypen, wie beispielsweise mit dem Austin Mini Cooper S oder dem Aston Martin DB4 E-Type Jaguar. Mit dieser Ausstattung hält sich das Spiel an den Originalfuhrpark des Filmes. Die Kooperationsarbeit zwischen Codemasters und dem englischen Developer SCI trägt Früchte. Eine eigens für The Italian Job entwickelte Game Engine namens COS lädt den Spieler auf eine atmosphärische Erkundungstour der Straßen Londons und Turins ein. Auch in Sachen Grafik drückt Codemasters ganz gehörig auf die Tube. Verfolgungsjagden mit Polizei und Mafia sorgen für realistische Adrenalinschübe. Modi wie freie Fahrt, Herausforderung, Zerstörer oder auch Checkpoint machen ihrem Namen alle Ehre. Daneben sorgt ein komplexes Schadensmodell für größtmögliche Authentizität. Retro- und Filmfans können sich jedenfalls auf den 14. September freuen, wenn das Actionspiel auch in Deutschland einfahren wird. Ein Vergnügen, das dem Alter des Vaters zum Trotz kein bisschen angestaubt wirkt.